So, meine Damen und Herren, 4 Stück fehlen und das ist mir gerade aufgefallen, deswegen bin ich gerade richtig angefangen. Really? Das noch schlimmere Problem. Meine Der dicke Junge hört Radio 7. Der dicke Junge hat gerade in seinem Bunker das Redstone vergessen. Und hört Radio 7 in seinem Bunker. Warte mal, es gibt doch ein Card. Nicht empfangen. Es gibt doch einen Traincraft-Ding, was Radio spielen kann, oder? Ja, der kommt dann durchgehend Living in America. Das ist dir schon klar. Eigentlich wüssten wir das da. Stimmt eigentlich. Wenn man so will, kommt da die ganze Zeit Living in Bavaria. Living in the dream. Genau. Ja, das nehmen wir morgen auf, Alter. Das müssten wir eigentlich auf dem Oktoberfest. Ob das kommt oder nicht. Eigentlich müssten wir das auf dem Oktoberfest aufnehmen. Und zwar live vorne. Across the nation. Nee, ich will keine Lederhosen anziehen. No beer limitation. Coast. Easy to get. Anywhere. Dorf to Dorf. Difficult to get anywhere. Super highway. Overload. Wissen Sie, meine Damen und Herren, Cortmos Idee mit dem Holzverbrennen ist eine sehr gute Idee. Du Vollidiot, bist du echt nicht vorher drauf gekommen? Prost. Prost. Bohnen. Bohnen? Ja, und trocknet. Was für Bohnen? Grüne, rote, weiße? Getrocknet. Ich brauche gerade ganz dringend einen Alloy-Smelter. Einen Alloy-Schmelder. Der die Bob sagen würde. Dense mit der Gänse. Fragt sich immer jeden Tag, was ist denn der Ether-Wert? Und wie kann ich den sparen? Glaubst du, die Schwaben machen auch den ISO-Wert ganz weit runter, weil sie denken, der geht irgendwann verloren, wenn sie ihn zu hoch machen? Das wäre zu krass. Ja, wahrscheinlich. Easy to get anywhere. Super Harvey. Overload. So much alcohol, overdose. Living in America, in Bavaria. Stopping the engine. Wir könnten das echt machen, das würde sogar noch gut funktionieren. Overdose. Super Zapfhahn. Yes. On the first lap. Power. Living in Bavaria. Vor allem, das können wir halt nicht mal in Ulm machen, das ist Schwaben. Living in Schwaben. Oh, das wäre so schlecht, dass es wieder schlecht wäre. What? Wir fragen einfach die ganze Zeit Leute, ob sie sagen können, für den Anfang reicht's. Ja, das wäre besser. Besser? Das wäre besser. Ja. Besser. Amna Goldfisch. Es laggt. Gut. Hab ich schon mal gesagt, dass ich zu viel mit Marble baue? Das erinnert mich an die
Top Gear Challenge. Der Techno-Musik, Alter. Easy to get anywhere. Dann klaue ich hier mal die Capacitator raus. Kannst du bitte anfangen, wieder normal zu reden? Das mach ich doch. Da kann man leider nichts machen. Ah. Da bin ich leider nicht auf den Nullknopf gekommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Null, auf den Nullknopf kommen die ja auch nicht, was Promille angeht. Ich Zwei. Eins. Living in a Bavaria country state. Coast to coast. Mountain to mountain. Easy to get anywhere. Super highway. Du zählst gerade Dinge auf, die hier nicht sind. Hier sind nirgendwo Menschen, hier kommst du nicht mal eben so einfach irgendwo hin. Und Autobahnen haben wir quasi gar nicht. Doch, die A7 und die A96 und die A8, alles in Bavaria. Führt alles nach München. Nee, natürlich. Es sind die Bierlinien. Mit Bierkonsum würde ich da aber nicht drauf fahren. Du nicht, weil du nicht aus Bayern bist. Da könnte ich die andere hier nennen, die würden das locker machen. Die würden dir sagen, hey, hab ich schon mal gemacht. So noch am Oktoberfest, ja. Ne? Ja, wir, ja, wenn ihr auf der, wir auf, wenn ihr auf der Wiesn war, dann der Rest Alkohol. Dann fahren wir auf der A7 neu. Hanoi. Gott. Weißt du, die Leute, die so reden immer, tun mir schon wirklich leid, weil die können eigentlich nichts dafür. Doch. Nee, stimmt. Die, weil die, wenn die hier wegkommen, dann will die ja auch niemand in den Sprachkurs lassen. Das ist es ja. Du bist halt einmal Schwabe oder Bayer oder Bayerisch Schwab, noch schlimmer. Immer Schwab, ne? Du wirst halt das Ganze nicht los. Nee. Bleibst halt für immer ein Schwabe. Das ist ein Problem in der Gesellschaft. Ja, du bist ein Problem in der Gesellschaft, du Schwabe. Duschschwabe. I. Ja, okay. Duschen könnte jetzt echt dir nicht schaden, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Hast du auch nicht, war klar. Kann man nichts machen. Doch, duschen zum Beispiel. Ah, na. Hanoi. Das braucht's nicht. Das braucht's schon. Warum ist hier schon wieder? Weil das Licht hebt. Das hebt nicht, das Licht. Hebt nicht. Kannst du umdrehen, wie du willst. Hey. Bitte geh da nicht auf den Server, ich lieg noch nicht im Bett. Der dicke Junge hört Radio 7. Ich joine wieder. Nein, nein! Nein, hier sind Monsters nearby. Nein! Geh doch mal! Alter. Sorry, aber jetzt konntest du es wenigstens lesen. Der dicke Junge hört Radio 7. Und Dümdümö, das hört er auch noch. Grüße gehen raus. Hi Patrick. Ich weiß, das findest du jetzt wahrscheinlich nicht nett, aber das ist ein Scherz, den wir uns hier erlauben. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Dass wir uns das hier erlauben. Dass das ein Scherz ist, wollte ich eigentlich sagen, aber... Also, dass wir uns das hier erlauben, wolltest du eigentlich sagen. Nein. Mein Handy hat vibriert, war bestimmt Patrick. Ich muss mir jetzt mal eine Wrench craften. Einer hat ein Video von Area 51 gelegt. Weißt du, was ich jetzt drauf antworte? Ich dachte, niemand weiß, wo Dragonfly wohnt. Der ist so schlecht, dass er wieder gut ist. Super Highway.
Coast to Coast. Goat to Goat. Ich frage ihn mal, was hat man da gesehen? Fragezeichen. Das ist irgendwie so ein Fake-Video gewesen. Ich schick's dir mal. Geil, jetzt wird mir das aufs Handy geschickt. Ist wahrscheinlich irgendein Spam-Scheiß. Ist mir so ein Meme geschickt, wo es eigentlich kein Meme ist, sondern wo sich irgendjemand wieder die Hand abhackt. Das Übliche halt. Das Übliche halt. Das Schlimme ist, es ist wirklich das Übliche. Weiß nicht, Leuk. Nee, das ist nicht schön, diese Videos angucken zu müssen. Welche Wrench kannst du mir denn empfehlen? Die deutsche. Die von... Terminal Expansion hätte ich jetzt gemacht. Redstone Arsenal. Ich hatte die Engineering Wrench irgendwo schon mal. Ich auch. Damals, 1900. Ah, hier ist sie doch. Wut. Jetzt. Oh shit, ich hab mir noch kein... Ich sollte mir jetzt erstmal einen Wecker stellen. 39 Sekunden Video. Ich schuck mir... Es war so klar, dass das irgendein scheiß Meme ist, Alter. Oh nee, Alter. Es sind irgendwelche tanzenden Aliens. Ah, oh, war doch klar, dass das Dragonfly ist. Wie craftet man sich nochmal? You know? Gar nicht! Shisha? Nee, so ging das nicht. Was willst du dir überhaupt craften, Alter? Duckt. Oh, ich schick dem jetzt den Link zu www.drängenfleistnichthier.cf. Ach, Lead. Drängenfleistnichthier.cf. Das ist die geilste Internetseite, die ihr in dem World Wide Web finden könnt. So, ich stelle mir jetzt einen Wecker. Und zwar... Alter, hör auf! Tin und Lied. Alter, ich schlag dich irgendwann. Und zwar für 19 Uhr 29. Alter! Scheiße, wir treffen uns morgen. Ne, soll ich aufpassen. Ich hasse diesen Klingelton, Alter. Samsung gehört geschlagen dafür. Oh, was, wenn man den morgens gehört hat und dann so richtig triggert war, deswegen. Aus Gerätespeicher hinzufügen, Soundauswahl. Alter, hör auf, Mann! So, jetzt machen wir uns da wenigstens einen geilen Wecker rein. Super Highway. Coast to Coast. Nee, das nicht. Easy to get. Boah, Alter, ich mag so eine Stelle, Alter. Warum? Weil du mich so aufregst gerade. Warum? Keine Ahnung. Was ist das überhaupt? Was denn? Geht. Boah, Alter. Boah, ich find das jetzt nicht. Ich mach jetzt Chasing Ghosts rein. Fertig. Ja, geiler Wecker, oder? Gut, dass du das dank mir weißt, dass das nicht GEMA geclaimt wird. Das ist mir scheißegal, das ist nur ein Wecker. Das interessiert mich nicht. So, jetzt haben wir hier die Ruhe zum Craften. Ich habe keine Ahnung, was der Typ damit gemeint hat die ganze Zeit, aber es hat abgefockt. Was ist das überhaupt? Beantworte mir diese Frage, bitte. Was soll ich da antworten? Was craftest du bitte, was ist? Was sollte ich craften? Du willst mich verarschen, oder? Nee.
Okay. Du kriegst von mir so eine mit morgen. Wenn ich aus dem Zug komme, klatsche ich dir erstmal eine. Und dann kriegst du deinen warmen und deinen feuchten Händedruck. Wie? Nee. Den weichen. Den weichen und den warmen. Ach, wann, Alter? Ich verkack's immer wieder. Eine Axt. Willst mich Was? Was laberst du da bitte schön die ganze Zeit? Ich laber gar nicht. Was machst du dann da? Die ganze Zeit. Boah. Was ist denn das? Ach, dein Handy. Nein. Ich weiß nicht, was das sein soll. Deswegen frage ich dich ja. Ist das dieser komische, langgezogene Ton, den bei mir immer alles macht? Was? Bitte die Fresse. Das ist Super Highway. Nein! Easy to get anywhere! Ah, danke sehr. Du regst dich so auf damit, Alter. Mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7, 8, 20, 9, 20. 24. Genau. Super Harvey. Jetzt redest du wie... Oh nee, Alter. Du redest genau wie mein Lieblingsfotograf. Super. Der redet echt genauso. Noch ein bisschen mehr Dialekt und Kuhsprache rein und dann hast du das. Was ist denn der Easter wert? Genau. Sticks, ich habe keine Sticks mehr. Einen Stack Sticks craften. Sticks and Stones. Ich steck dir die Sticks and Stones gleich in deinen verblödeten Kackhals. Das war jetzt nicht nett. Du regst mich auf mit deinem oder was auch immer die ganze Zeit machst. Und das nicht, weil ob du das jetzt gerade machst oder nicht machst. Aber es regt einfach nur auf. Du lagst. Schön für die Lags. Easy to get anywhere. Weißt du, ich bin seit 4 Folgen daran beschäftigt, diesen Bahnhof zu bauen. Jeder, der hier zuguckt, der kriegt einfach nur Krebs dabei. Weißt du, es ist kein Wunder, dass nur Leute aus dem Altenheim das sich angucken und dabei einschlafen, ey. Hallo, Grüße ans Altenheim bei Benedikt in... dem Ort näher dem See, der der Schwanzbodensee heißt. Kannst du nicht mal eine Petition machen, dass man den See bei euch in Schwanzbodensee umbenennt? Nee, ich bin ja in einer Gemeinde voller CDU-Wähler und... Und weil die ja alle so sind, heißt der See auch See. Ja. Ach nee, der heißt ja nicht blöder See. Ja, so recht. Dann red doch mal mit der AfD bei euch im Dorf. Die wird dir bestimmt helfen. Das kann sein, ja. Die würden dir wahrscheinlich echt noch helfen. Mach doch mal, red doch mit denen. Und wenn du, wenn die dir sagen, dass jemand Plakate beschmiert hat, da wo ich wohne, sag denen, ich weiß, wer das ist, gegen Geld, sag ich denen, wer das war. Gegen Geld? Ja, ich will auch was davon haben. Willst du auch was davon haben? Kann ich Geld. Kann ich verstehen. Du. Alter. Himmel, Furnace.
Hier. Nö. Nö. Nö, auf den habe ich keinen Bock. Was? Den Pimmel Fernandes. What? Was hast du gerade eben gesagt? Halt doch mal die Fresse, Alter. Du laberst so eine Scheiße daher, dass du nicht mal mehr selber weißt, was für eine Scheiße du laberst. So sieht's aus. So schaut's aus. Da kann man leider nichts machen. Wie wir ja alle wissen, ist Benedikt ein Österreicher, der aus Ulm kommt. Und wie wir beide ja, wie alle wissen, studieren wir auch im Rathaus von Ulm. Nämlich die Dönerpsychologie. Ja, Alter. Wir müssen irgendwie einmal nach Ulm fahren und dort Döner essen und den dann probieren. Das ist alles, was wir tun. Mehr müssen wir nicht machen. Das sind die wichtigen Dinge des Lebens. Richtig. Das war schön gelaggt, gesagt. Wieso? Das mach mal nach. Das war schön gelaggt. Ich hab grad gedacht, du bist gestorben. Super Harvey. Schwanz zu Schwanz. Easy to get nowhere. Das ist wirklich nowhere. Nowhere at all. Tschüss. Digga Lahn. Prost. Können ein... Ah. Wenn ihr sehen wollt, wie die nächste Folge anfängt, ist gerade keine geile Überleitung angefallen. Wenn ihr eine geile Überleitung sehen wollt, dann schaut auch morgen vorbei bei Technische Säure 3. Damn, ich bin einfach ein Master, ne? Auf Wiedersehen, bis dahin. Verpisst euch. Nee, ihr schlaft ja eh alle schon. Ah nee, wir reden ja mit dem Altenheim. Sie schlafen ja eh alle schon. Entschuldigung. Wir entschuldigen uns für unsere Fäkalsprache und die Beleidigungen. Und das wird in den Folgen, dass sie vielleicht an ihre Herzschrittmacher erinnert haben könnte. Ja. Von daher, bis morgen, wenn es wieder heißt, der dicke Junge hört Radio 7. Auf Wiedersehen, Dankeschön fürs Zuschlafen.